the German nation has trouble dealing with an artist who wants to grapple with the past of Germany. Anselm hat sich mit deutscher Geschichte intensiv auseinandergesetzt. Das war eine seiner Hauptthemen, auch damals noch. Die Nazizeit, die Jahre nach dem Krieg, die Trümmer, der Wiederaufbau, deutsche Philosophie, deutsche Dichtung, war alles sehr präsent. Anders als bei mir. Ich habe es eigentlich vermieden. Ich wollte eigentlich, seitdem ich klein war und Maler werden wollte, eigentlich nur raus. Ich wollte eigentlich nur weg, woanders hin. Und Anselm ist da geblieben und hat sich auseinandergesetzt auf eine wirklich kühne Art. Das hat mir auch immer imponiert, dass einer seine Kunst benutzt, um Zeit und Zeitgeist und Fehler und Vergessen darzustellen. Erst durch die intensive Arbeit mit Anselm, und dem ich überall reingeguckt habe und auch in Archive geguckt habe, erst gemerkt, was wir wirklich gemeinsam haben. Nämlich die Fotografie. Der Anselm hat Hunderttausende von Fotos gemacht. Der ist überall auf seinen Reisen, hat er fotografiert. Er hat die Bilder nie als solche ausgestellt, so wie ich. Aber wir haben beide sehr, sehr viel fotografiert. Und Anselms gesamte Malerei ist auf Realismus und auf Fotografie bezogen. Es gibt Bilder, die er mal gemacht hat, noch als recht junger Mann, an dem Stoppelfeld, was im Schnee liegt, hat er nur einen Tag lang fotografiert, aber tausende Bilder gemacht. Und die dienen ihm immer noch als Vorlagen für seine Gemälde, viele. Oder Bilder aus den Wäldern im Wald hat er. Also wir haben eigentlich Fotografie als einen gemeinsamen Nenner entdeckt. Die Menschen suchen ja das Leichte, weil sie das Schwere nicht sehen wollen, den Abgrund nicht. Denn von Grund auf wollen die Leute das nicht sehen, darum gibt es diese Leichtigkeit. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Das hört ich in vielen Bereichen sehr, sehr viel. Im Prinzip hält er deswegen auch alles für malbar. Es gibt eigentlich nichts, wo er denkt, das kann man nicht malen. Und er hat sich sogar als Maler an das Gewaltigste gewagt, was es für einen Maler gibt, nämlich Zeit. Er hat es immer wieder versucht und mit immer wieder neuen Mitteln Zeit in seine Bilder hineingemalt. Und ich glaube, das hat ihn im Kino interessiert, dass man mit dem Film als zeitbasierten Medium sowieso anderen Zugang hat zur Zeit und zum Vergehen der Zeit. In 1992, Kiefer moved his studio to Barjac in the south of France. Without the help of architects or engineers, Kiefer and his assistants have turned this 200-acre site into one of the most dazzling, jaw-dropping works of art in the world.